Das ist ja fast schon gruselig. Also, hier könnte man wirklich schon fast auf... Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Ich heiße nicht nur Tino, sondern euch herzlich willkommen zurück zu F1 2012 hier in Amerika. In den USA nämlich. Also Amerika sagt man immer, ne? Man meint damit die USA, aber es ist ja eigentlich, Amerika meint ja diesen ganzen riesen Kontinent da. Und die USA ist ja nur ein relativ kleiner Teil davon. So, 23 Grad, bisschen bewölkt, aber das ist ja nicht schlecht, da ist die Strecke nicht so warm und falls man da mal mit der Hand... Was laber ich eigentlich schon wieder? Ne, beim Kartfahren ist das wirklich so, ne? Wenn man da, ne, dann nicht auf die Strecke, aber da ist mal einer mit der Hand an... den Motor von einem anderen gekommen, hatte sich die Hand verbrannt so ein bisschen. Ach, das war... Naja, ich glaube, das war sogar der Paul. Ja, das war der Paul. Aber jetzt erstmal auf die Startphase konzentrieren hier, das ist wirklich wichtig. Denn solange wir da unseren ersten Platz behalten, denke ich mal, geben wir ihn nicht wieder her, außer natürlich nach dem Boxenstopp. Das wird wohl nicht zu vermeiden sein, dass wir da unseren ersten Platz hergeben, kurzzeitig. Oder wir bleiben halt so lange draußen, je nachdem wie die Reifen halten, dass wir immer Erste bleiben. Ich soll mich breit machen. Okay. Ich bist schon wieder breit oder was? Nee, also überhaupt kein guter Start. Rosberg ist an uns vorbei. Wie schon... Da sticht der eiskalt rein, Alter, der Hamilton. Wie schon erwartet. Und jetzt muss ich husten, Alter. Kennt ihr das, wenn ihr Husten unterdrücken wollt? Das geht nicht. Das ist einfach unmöglich. Ja, Niesen kann man ja immer noch unterdrücken. Aber Husten ist da schon bedeutend schwieriger. Ich habe es gerade versucht, das kommt dabei raus. Rosberg, fahr mir doch aus dem Weg, Alter. Ja, vielen Dank. Und jetzt sind wir erster, wie schon angekündigt, eigentlich in der Schlussphase des Qualifyings. Habe ich ja dann nochmal gesagt, was ich so vom Rennen erwarte. Kurzzeitig werden wir den ersten Platz abgeben. Und jetzt sind wir wieder erster. So wird's ablaufen. Wir müssen jetzt versuchen, in den ersten beiden Runden hier möglichst aus der DRS-Zone rauszukommen. Damit die keinen DRS mehr haben. Und dann soll der Rest des Rennens relativ gechillt ablaufen. Wie gesagt, die Strecke gefällt mir relativ gut. So. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier wegkommen. Das ist natürlich nicht einfach. Auch wenn wir die im Qualifying hart abgezogen haben. Frisch geowned haben wir sie, Alter. Weggeowned. Aber momentan sind die mir halt noch ein bisschen zu nah dran. Da muss was gehen eigentlich. Da muss was gehen. Heute. Heute ist wirklich mein Ziel, ein bisschen wegzufahren. Und nicht hier nur dann knapp das zu verteidigen. Sondern ich will das wirklich richtig wegfahren. Aber das kriegen wir schon hin heute. Irgendwie mit eurem Daumen drücken. Was ihr jetzt machen müsst, bitte. Also jetzt die Daumen drücken. Dann schaffen wir das. Easy. Wir sind schon über eine Sekunde weg. Es wäre natürlich gut, wenn wir das immer noch bei der DRS-Zone vorne haben. Und deswegen geben wir mal ein bisschen mehr Gas hier im ersten Sektor. Der ist natürlich wichtig, aber den kann ich auch relativ gut. Das muss ich auch sagen. Aber ich habe ihn jetzt nicht unbedingt optimal genommen. Aber na gut, schnellste Rennrunde war irgendwo logisch. Ich muss pushen. Ja, ich weiß. Und Rosberg ist mir zu nah. Ich glaube, da bekommt DRS. Ah ne, es ist ja noch gar kein DRS freigeschalten. Stimmt, habe ich vergessen. Okay, so, damit sind wir schon wieder auf der langen Geraden. Und ja, wir sind relativ weit weg, das ist gut. Wenn wir das bis zur nächsten DRS-Zone halten können, dürften wir eigentlich erstmal nicht einzukriegen sein, weil das DRS dann nicht mehr drin ist für Rosberg und Hamilton. Na, für Hamilton schon, weil der ja direkt hinter Rosberg ist. Aber solange wir da keinen groben Fehler machen, dürfte da nicht großartig was passieren. Wow, und da war er. Da war der grobe Fehler. Jetzt sind sie wieder ran. Jetzt... Scheiße. Nochmal, da machen wir nochmal von hier. Da haben wir den ersten groben Fehler nämlich nicht. Ja, das war alles ganz genau geplant.
Und jetzt sind wir hier. Locker Erster. Da hat sich einer rausgedreht. Hamilton ist gar nicht mehr auf der Karte. Das habe ich gar nicht gecheckt. Alter. Schaut mal, wie weit Rosberg hinter uns ist. Die scheinen sich da ein bisschen gedrängelt zu haben, wie es aussieht. Richtig gut. Guck mal, wie weit wir weg sind. Jawohl, das dürfte schon so 2-3 Sekunden sein. Also, war das schon die Vorentscheidung? 2,7 Sekunden, ja, wie gesagt, 2-3 Sekunden. Hat mich mein Gefühl nicht im Stich gelassen. Ey, das finde ich ja jetzt ein bisschen geil, ne? Machen wir 2 Fehler, Rückblende ist notwendig und dann macht der Hamilton den Fehler. Das finde ich richtig geil jetzt gerade. Also wirklich, vielleicht können wir heute auch über Runden probieren. Aber 14 Runden sind halt ein bisschen wenig. Ne, wenn man kürzere Runden hat, eine niedrigere Rundenanzahl, ist es natürlich leichter zu überrunden, ne? Ist ja ganz logisch. Wenn man jedoch längere Runden hat und dazu zählt die USA schon, dann ist es natürlich nicht so leicht zu überrunden. Wenn man da einen großen Zeitvorsprung herausfahren muss, um da nach vorne zu kommen. Ne? Woo! Also wirklich, ich bin jetzt gerade echt ein bisschen begeistert hier, wie wir hier wegfahren. Also USA ist wirklich eine meiner Lieblingsstrecken. Also neben Korea, die ja auch ganz gut weggeht. Die ja allerdings dann 2014 nicht mehr mit dabei ist, ne? Habe ich ja gehört. Die ist dann nicht mehr im Rennkalender, weil da niemand zugucken kommt irgendwie. Finde ich ein bisschen schade, ne? Also das sind wir wirklich wahrscheinlich mit die letzten... Also die 2012 und 2013 sich geholt haben, sind die letzten, die Korea noch spielen können. Dass sich das nicht holt, wird das wahrscheinlich nicht mehr spielen können, weil dass es zurückkommt in den Rennkalender, ist dann wahrscheinlich auch... Also wahrscheinlich unwahrscheinlich. So, sollen wir jetzt schon zum Boxenstopp? Nein. Nein, der hat mir gesagt, wann Rosberg reinkommt, ne? Ich habe nicht zugehört, ich höre ihm sowieso nicht mehr zu. Hat ihm sowieso nur irgendwelchen Mist erzählt. Der sowieso nicht stimmt. Rosberg kommt in den nächsten 25 Runden rein. So ungefähr kann man das beschreiben. Du liegst 4 Sekunden vor deinem Hintermann. 4 Sekunden. 4 Sekunden. Alles klar, das weiß ich selbst. Wieso sagst du mir das? Na gut, damit ich nicht hochgucken muss. Okay, man soll auch nicht alles schlecht reden. Das machen wir mal nicht, ne? Wir sind ja auch nett. Nette Menschen sind wir. Und jetzt schaue ich mal ganz kurz, wie meine Reifen aussehen, nachdem ich hier... ne, da werden wir direkt reinfahren wahrscheinlich, wenn der uns das anzeigt. Das werden wir wahrscheinlich so machen. Jo. Rausgekommen. Oh, das war knapp. Da habe ich jetzt gerade irgendwie einen Blackout gehabt. Also es war nicht ganz so knapp. Also es hat nicht so den Anschein gehabt, aber für mich war es irgendwie schon knapp. So, und jetzt habe ich mal einen ganz kurzen Cut gemacht. Bin jetzt wieder da. Ich musste ganz kurz was erledigen. Deswegen muss ich mich jetzt erst wieder kurz reinspielen. Für euch war es jetzt natürlich ganz, ganz normal gegen die Folge weiter. Aber jetzt musste ich jetzt ganz kurz einen Cut machen. Und jetzt muss ich mich erstmal wieder reinfitzen hier in das Spiel. Aber es geht relativ flüssig weiter. Und mein Controller ist dadurch ein bisschen abgekühlt, was ich sehr ansprechend finde. Und ich sehe gerade, die Kamera ist ein bisschen weiter rausgezoomt als vorhin. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Aber das ist mir jetzt egal. Ah, da hinten seht ihr meine Pokale. sind keine großartigen Fußballpokale. Aber bei den ein oder anderen Fußballcamp war ich halt so einer der Besten. Und da gab es halt immer so für den härtesten Schuss oder sowas. Also es waren 2 Fußballcamps, die ich mitgemacht habe. Und das war auch, da war ich auch unter den Top. Also da gab es immer so Finals halt und da habe ich halt den einen oder anderen Pokal geholt. War ganz geil eigentlich. Aber ich habe überreagiert, als ich einen Pokal nicht bekommen habe. Da bin ich im Boden versunken, weil ich mir so sicher war, dass ich den hole. Und ich habe beide andere bekommen, ne? Andere haben gar nichts gekriegt und ich habe nur einen Pokal nicht bekommen. Und dann war ich sehr traurig, weil ich mir bei dem so sicher war. Naja.
Lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Ich habe in den ein oder anderen Situationen in meinem Leben etwas überreagiert. Aber naja, was gewesen ist, ist gewesen. Und was zählt es jetzt? Und diese Phrase ist ja immer sowas von austauschbar. Und zwar sagt man gerne, aber ändern tut sich deswegen auch nicht so viel an seinen Verhaltensweisen. Da kann man Moralpredigten wie immer selbst sagen, so richtig ändern tut sich deswegen meist nie was. Und wir fahren hier den anderen sowas von weg. Das ist ja fast schon gruselig. Also hier könnte man wirklich schon fast auf... Ich habe vorhin was getrunken. Könnte man schon fast was auf legendär fahren, die Strecke hier. Also das geht echt gar nicht klar, wie wir hier wegziehen vor den anderen. Wir fahren jetzt rein übrigens. Das Einzige, was uns passieren könnte, dass sie nochmal rankommen, ist, dass wir entweder alle unsere Rückblenden verbrauchen oder dass wir in der Box so lange stehen bleiben, dass wir so zurückgeworfen werden. Aber das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Naja, ich kann ja jetzt mehr Curse einsetzen, weil wir fahren ja dann in die Box und die Start-Zielgeraden-Curse-Einteilung brauchen wir nicht, sozusagen. Deswegen werde ich jetzt hier schon richtig weit runtergehen mit Curse. Mal schauen, wie schnell wir hier werden. Und diesmal traue ich mir tatsächlich zu, dass ich hier die Überrundung schaffe. Obwohl ich nicht weiß genau, wo hier die nächsten sind, aber mal schauen. Vielleicht schaffen wir das ja mit etwas Glück. Vielleicht dreht sich mal einer weg oder so. Ja, ganz praktisch, ohne das jetzt jemand wünschen zu wollen. Ah, wir haben die schnellste Runde und da müssen wir in die Box. Naja. Na gut, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir so viel Curse jetzt schon eingesetzt haben. Hier im zweiten Sektor. Würde ich mal eiskalt vermuten. Und hier setzen wir jetzt unser letztes Curse noch ein. Alles klar. Nee, es ist wirklich relativ schnell. Die Zeit jetzt hier ist schon rum. Zur sechsten Runde muss ich mal ganz ehrlich betonen. Aber es geht natürlich auch leichter von der Hand. Ja, und hier ist dieser Bug mit dem Abkürzen. Ja, da kürzt man noch nie im Leben ab. Ne? Habt ihr gesehen? Naja. So, jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir möglichst nicht warten müssen. Die sollten den Boxenstopp möglichst schnell machen, dass wir vielleicht noch da dazwischen rauskommen. Okay, wir müssen warten, aber jetzt können wir raus. Ging eigentlich. 5 Sekunden geht voll klar. Und ja. Puh. Was bleibt noch groß zu erzählen? Es ist rot. Wir dürfen eigentlich gar nicht rausfahren. Ich fahre natürlich hier langsam. Und jetzt ist vor uns der gute Massa. Ach ja, den kennen wir auch noch. Damals, Quatsch. Wir sind ja mit Alonso gefahren im Team. Den haben wir damals ersetzt und jetzt ist er wieder zurück. Naja, ich finde es ein bisschen blöd, dass hier keine so realistischen Wechsel gemacht werden bei Formel 1. Also das fände ich jetzt schon irgendwie ganz cool, wenn jetzt hier so da auch Wechselgerüchte und so weiter, aber nur wir können das Team wechseln. Und wir setzen dann immer ein und wenn wir da wieder weggehen, jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht, wir kriegen keinen DRS. Das kotzt mich jetzt ein bisschen an. Scheiße, naja. Ist jetzt auch egal. Mist. Finde ich jetzt ein bisschen doof. Na. Naja. Passt schon. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich vor den ganzen anderen hier wieder rauskomme. Petrov, hallo. Den haben wir so ein bisschen aufgeholt gerade. Und den müssen wir jetzt mal versuchen hier zu überholen. Das machen wir aber ganz easy, ganz easy. Da gab es überhaupt keine Probleme, weil der Petrov immer so ein Kandidat ist, der einen ja mal rausdrehen kann. Beziehungsweise den man dann so hinten drauf fährt, ne? Vor allen Dingen eigentlich beim Überrunden. Also das ist mehr so ein Überrundungskandidat. Ist er wahrscheinlich auch, weil er noch nicht drinnen war und so weiter. Und Massa war es ja auch nicht. So, wir sind jetzt hier ganz klar vorne. Denke ich mal. Ja, ganz easy. Obwohl, nee, ja, nee, eigentlich nicht. Guck mal, der ist rangekommen, der Rosberg da. Der hat aufgeholt, eindeutig. Der ist näher rangekommen, würde ich jetzt einmal behaupten. Oder, naja, nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Die Zeit da im Ziel zählt natürlich nicht, weil er da gerade in der Box war. Und wir da erst angeschossen kamen, er ja aber natürlich langsamer rausfahren musste. Und wir sind jetzt hier gerade auf einer sehr schnellen Runde. Das finde ich natürlich äußerst hübsch. Rosberg 5 Sekunden. Ja, der ist ein bisschen rangekommen.
Da haben wir ja auch den ein oder anderen Fehler gemacht. Da, wo wir hinter dem Massa und hinter dem Petrov waren. Deswegen hatten wir auch kein DRS. Hätten wir keinen Fehler gemacht, wären wir auf jeden Fall weiter weggekommen. Aber so, naja. Ach, das Rennen ist eigentlich relativ langweilig. Das muss ich zugeben. Also solche Rennen sind nicht so spannend. Ne? Hätte ich lieber am Anfang die Rückblende nicht eingesetzt. Ne? Da hätte der Hamilton sich da nicht weggedreht. Und an sich, es wäre irgendwie cooler gewesen, was da ein bisschen spannender geworden wäre sicherlich. Weil ich mich dann natürlich weggedreht hätte und da wäre sicherlich noch eine Boxengasse drin gewesen oder sowas. Das wäre natürlich spannend geworden. Ob wir das nochmal rausgeholt hätten, wäre natürlich nicht raus gewesen. Und jetzt sind wir schon wieder 7 Sekunden weg. Richtig geil. Das Rennen läuft echt spitze. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so wegfahren kann. Hier in Amerika, aber ist ja doch so, ne? Tja, kann man nichts machen. Wie weit wir jetzt weg sind, nochmal eine schnellere, die schnellste Rennrunde gefahren. Das müssen wir jetzt sowieso machen, hier mit dem Fettgemisch. Ich will ja auch hier die schnellste Rennrunde dann letztendlich haben, aber ich denke, die wird uns keiner nehmen können. Wir haben hier 2 Sekunden rausgeholt in der letzten Runde. Gut, vielleicht haben sich Alonso und Rosberg auch ein bisschen bekämpft, ne? Da um den Platz, weil Alonso hat ja Rosberg überholt. Der war ganz schnell unterwegs, der Alonso. Deshalb werden die da vielleicht noch ein bisschen Zeit verloren haben. Und wir sind natürlich auch relativ schnell gefahren durch die schnellste Rennrunde. Und wir sind jetzt schon wieder eine halbe Sekunde weiter weggekommen. Also wir sind richtig weit vorne.